Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tischtennis Badan Reporten. Ich habe wieder Michael Servati mit an Bord, der heute taktische Tipps gibt gegen Rückhand- oder Vorhand-dominante Spieler. Herzlich willkommen, Michi. Ja, ich habe zu danken. Herzlich willkommen. Jetzt ist es aber so, dass ich auch und der Michi auch wahrscheinlich mal gegen Penholder-Spieler gespielt haben. Ich glaube, da ist dieser Tipp jetzt ausgehebelt. Aber sonst, in der Regel spielst du gegen Shakehand-Spieler. Ja? Und dir ist aufgefallen, dass es Leute gibt, die eher rückhanddominant, eher vorhanddominant spielen oder beim Einspielen den Gegner so ein bisschen verarschen und dann irgendwie anders spielen. Wie Michi das macht, wie Michi das löst, was der für nützliche Tipps hat, weil das kann einen nicht nur einen Punkt oder einen Satz, sondern ein ganzes Spiel entscheiden. Das hören wir uns heute von Michi an. Also, Michi, Rückhand, Vorhand, dominante Spieler, was bist du für ein Spieler? Nein, das sagen wir nicht. Vielleicht guckt das ja auch der ein oder andere Gegner. Aber was sind so deine Tipps gegen, ich sag mal, die Mehrheit spielen, glaube ich, schon eher vorhanddominant? Ja? Ich würde sagen, eher rückhanddominant. Okay. Aber vorhanddominante Spieler gibt es auch. In der Regel versuchen die halt vorhanddominante Spieler viel mit der Vorhand abzudecken. Das heißt, wenn ich den Rückhand schupfe, stehen sie hier und versuchen hier zum Laufen Vorhand-Topspin zu spielen. Aus Mitte spielen sie vorne. Also in der Regel decken vorhanddominante Spieler diesen Bereich hier relativ gut ab. Tödliche Zone da. Genau, hier also in diesem Bereich, weil sie nach dem Aufschlag tendenziell hier stehen bleiben und dann hier recht gut sind. Rückhanddominante Spieler orientieren sich mehr über Mitte, die stehen auch schon in der Grundposition eher Richtung hier auf dem Ellbogen, hier Mittebereich und versuchen dann hier so Kleinigkeiten mit Rückhand abzudecken. Das heißt, da sind sie rückhanddominant und vorhanddominante Spieler sind hier aus dem Mittebereich vorhanddominant. Nenn mal vielleicht einen Spieler jeweils aus der Kategorie, also wenn man das googelt oder sowas, welcher ist vorhanddominant? Ja, vorhanddominant ganz klar. Früher, ich weiß nicht, ob den einer kennt, ist noch Ryo Salmin, Olympiasieger von 2004. Er hat Aufschlag gemacht, den ganzen Tisch vorhand gespielt. Ja. Auch beim Rückschlag, er stand schon hier neben dem Tisch, fast hier, um hier alles vorhand abzudecken. Malin, auch ganz klar vorhand. Also sind jetzt zwei Penholder-Spieler. Weil sie eine gute Vorhand haben, sind da ziemlich vorhand dominant. Ich kenne noch einen. Gianluca Walter. Ja. Grüße gehen raus an Luki. Gianluca spielt auch überragend vor, muss ich leider neidlos anerkennen. Hier aus Mittebereich und hier auch sehr gut mit vorn, auf jeden Fall ein vorhanddominanter Spieler. Rückhanddominanz haben wir sehr viele jetzt mittlerweile in der Welt. Dago Jorgic. Jorgic, bam! Dago Jorgic, Team Aufjauf, deutscher Spieler. Hugo Lovano, Harimoto teilweise, jetzt nicht mehr ganz so extrem wie früher, deswegen ist er noch mal ein bisschen höher geworden, kann ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Auf jeden Fall Rückhanddominanz haben wir viele Spieler, die hier fallen, das ist jetzt gerade auch hier ein Rückschlag, Rückhandflip aus der Vorhandseite, den versuchen schon recht viele zu spielen, gibt es recht häufig jetzt, dass es da rückhanddominante Spieler gibt. Eine Mini-Story noch aus meiner Jugend- oder Tischtenniszeit. Früher war es wirklich so, als ich angefangen habe hier, Aufschlag und dann ging es darum, den ersten Ball mit der Vorhand durchzuziehen. Ne? Da hatte man noch die kleinen Bälle, durfte noch verdeckte Aufschläge machen und da hatte man immer genug Zeit, um irgendwie die Vorhand dann durchzuschwingen. Hat sich jetzt aber geändert, mit den ungefährlicheren Aufschlägen, mit dem größeren Ball, dass die Leute mehr mit der Rückhand abdecken. Hat sich so ein bisschen gewandelt. Aber was besser ist, was schlechter ist, kann man nicht sagen. Wenn du vorhandorientierter Spieler bist, gut. Wenn du rückhandorientierter Spieler bist, auch gut. Also ich glaube, man sollte da nicht, wenn man eine Seite als Kind oder Jugendlicher präferiert, dann sollte man nicht zwingend umstellen dann noch, oder? Muss nicht zwingend sein. Also das Ding ist, warum versucht man überhaupt Rückhand aus der Vorhandseite zu spielen, ist einfach, dass gerade bei kurzen Bällen wir mit der Rückhand hier mehr mit dem Handgelenk steuern können, als das hier mit der Vorhand der Fall ist. Und deswegen geht man hier mit Rückhand dran, um dem Ball nochmal einen Ticken mehr Bogen zu verleihen, weil die Bälle hier flach sind, unterhalb von der Netzhöhe sind. Um da einen Bogen zu kriegen, auch eine gewisse Länge in den Ball zu kriegen, ist das mit Rückhand deutlich einfacher als mit der Vorhand, weil wir da eben mehr Spielraum mit dem Handgelenk haben. Und jetzt spielen wir mal gegen einen vorhandorientierten Spieler. Was mache ich für Aufschläge? Was mache ich für Rückschläge? Wenn der Ball länger läuft, weil gegen vorhandorientierte Spieler ist manchmal, habe ich das Gefühl, alles oder nichts. Ne? Entweder schwingen die durch oder man hat die eben taktisch so gut ausgehebelt. Wie spiele ich da von Grund auf? Genau, also man muss sich eins im Klaren sagen, also der vorhandorientierte Spieler, der steht in der Regel eher Richtung Rückhandseite, um hier eben viel mit der Vorhand abzudecken, aus der Mitte hier mit Vorhand zu abzudecken. Das heißt, der steht eher hier.
Wenn wir jetzt Aufschläge machen, gute Aufschläge sind dann kurz vorhand, ja, aber auch wirklich kurz vorhand und nicht über halbe vorhand. Ja. Weil hier kommt er nochmal hin mit einem Schritt. Also ich bin jetzt klein, ich müsste tatsächlich mit links und dann nochmal rechts reingehen. Du wahrscheinlich nur einmal mit rechts, aber in der tiefen Vorhand, kurze Vorhand, müsstest du auch zwei Schritte machen. Und da ist auch wieder so eine Fehlerquelle dann bei Spielern, dass sie dann nur den Arm ausstrecken, schlechte Qualität haben. Ja. In dem Bereich, da kommen wir noch hin als vorhandorientierter Spieler, hier wirklich außen vorne, ja, müssen wir einen Schritt näher in den Tisch reingehen. Und der Weg generell von hier nach kurz vorn ist sehr groß. Also gegen vornorientierte Spieler Aufschläge auf jeden Fall über die kurze Vorhand. Was man noch machen kann, eine Ergänzung. Das muss man aber auch aber dann üben. Ne? Also sobald du ein bisschen Seitschnitt reinmachst und der sich wieder zur Mitte dreht, scheiße. Deswegen trainier diesen Aufschlag, der Unterschnitt hat und ganz parallel in die Vorhand kommt. Also die sich nicht noch reindreht. Das muss man üben. Ja, da habe ich ein Video mal zu gemacht, Aufschlag kurz in Vorhand, guckst dir mal an im Anschluss, wichtiger und guter Aufschlag. Genau, wichtig ist, genau, dass der Ball im einfachsten tatsächlich, Unterschnitt oder ohne, dass der Ball einfach gerade hier ist, gerade in Linien oder vielleicht sogar auch, wenn man es mit Rückhand kann, so diese Richtung seitlich. Aber nicht nach außen am Tisch, ne? Weil sonst dass er den ziehen kann, ja. Oder eben auch hier den Gegenläufer oder zweite Phase, eben tendenziell eher Richtung Vorhandseite raus, als dass der hier über die Mitte geht. Ja, also wichtig nochmal, wirklich im Vorhand, nicht, dass es nicht außen vorhand, dass es hier ist, außen vorhand, dass der eben da richtig tief in den Ball reingehen muss. Dann noch ein guter Aufschlag ist zum Beispiel der lange Parallel. Ja, denkt man nicht, ne? Aber vorne orientierte Spieler lange die Vorhand. Das ist, ist eine mutige Sache. Man riskiert vielleicht dann auch, dass der Gegner vielleicht merkt er das oder sieht das anhand deiner Aufschlagbewegung, dass er dann da ist. Hat aber immer im Hinterkopf dann, okay, ich muss aufpassen. Ja, der Ball kann immer mal wieder hier hinkommen. Ich kann nicht nur blind umlaufen. Ja. Ne, weil der Aufschlag kann hier hinkommen, der Aufschlag kann hier hin. Ich bin ich muss weiter aufpassen. Und deswegen ist Landen vorhand, auch wenn der Gegner vielleicht manchmal sogar da ist, auch eine gute Variante. Aber in der Regel, der Gegner steht hier, der Weg, wenn er wirklich gut parallel lang ist, ist schon ziemlich lang und von daher auch sicherlich eine gute Alternative. Rückschläge dann? Ich würde sogar noch sagen, Aufschläge dann noch, wenn er jetzt hier steht, vielleicht sogar halblang, hier so seitlich raus, wenn ich einen seitlichen Aufschlag mache, dass er das zweite Mal halblang wirklich dann hier so aufmacht. Weil hier haben wir relativ wenig Gefühl dann, mit vorn den Rückschlag zu spielen, gehen dann vielleicht sogar auch mit links hier raus, nicht mit rechts. Das kannst du rausschneiden. Aber hier haben die halt relativ wenig Gefühl, das heißt, Aufschläge, außen vorhand, lang in vorhand und halblang hier raus. Aha. Ganz wichtig. Auf jeden Fall vermeiden, Aufschläge nur über Mittebereich zu spielen. Hier stehen die Gegner und ganz falsch, also was man wirklich nicht machen darf, ist lang hier rein. Ja, auch lange Rückhand, da sind die auch meistens so zu spielen. Ja. Hier geht hier manchmal, okay, kann man mal gucken, wenn ich jetzt teilweise viel in vorn aufgeschlagen habe, orientiert sich der Gegner vielleicht ein bisschen weiter hier rüber, dann kann ich auch wieder lange in den Rückhand spielen, dass der wieder rüberkommt. Ja, also immer mal wieder den Gegner auch beobachten, ob der jetzt hier weiter rüberkommt oder auch wirklich stehen bleibt. Ja, aber tendenziell ist es so, dass vorhand dominante Spieler schon gerne hier stehen bleiben, weil sie eben hier vorhand sich wohlfühlen und da alles abdecken. Ja, also kurz vorhand, lang vorhand, halblang Rückhand, hier diesen Bereich vermeiden, sowohl kurz als auch lang. Mhm. Rückschläge, ähnlich wie die Aufschläge auch. Wir können kurz in Vorhand spielen, weil ja auch hier der Weg lang ist. Lang in Vorhand und vielleicht sogar auch hier so halblang Rückhand, wobei das ist relativ schwierig. Ne? Also ich würde tatsächlich versuchen, viel kurz Vorhand und lang Vorhand zu spielen und dann gucken, wie der Gegner sich bewegt. Ne? Ob der wirklich dann hier spät ist, ja, und hier spät am Ball ist oder wenn er früh drankommt, dann vielleicht wirklich auch mal lang auf Rückhand. Das Schöne ist ja, wenn er einen Aufschlag macht und ich lang wirklich aggressiv, nicht zu passiv, das muss wirklich dann entweder also eine Sense, aber lieber weniger Schnitt oder dafür schnell sein, lang in die Vorhand, wenn der dann oder sie dann nicht dahin kommt und einen weichen Ball erstmal anzieht, blocke ich lange in den Rückhand und dann habe ich ihn. Ne? Also hier kommt der jetzt nicht jedes Mal ins Schwinger, weil das ist auch die Taktik dann von mir manchmal, weit raus, Eröffnungsball und dann kann ich aktiv auf die schwache Seite spielen. Ne? Genau, also wichtig ist, also wenn wir den dann hier haben, also kurz vorhand und lang in vorn erwischt haben, dass wir dann nicht einfache Bälle spielen,
wieder hier im Mittelbereich. Also danach, wenn wir den hier haben, geht es halt wirklich nur noch nach außen, dass er dann entweder hier entlang geht von außen vor und zur Rückhand hat und hier Rückhand spielen muss, das ist das, was wir wollen, dann halten wir ihn auf Rückhand und wechseln auch nicht zu schnell in Mitte, weil da ist er dann wieder da, sondern versuchen ihn da zu halten, vielleicht hier nochmal ein bisschen weiter, ja, mit kleinen Wechseln, also von hier nach da, von hier noch weiter nach außen zu spielen, aber nicht den Wechsel dann zur Mitte hin, weil da ist der relativ gut. Also auch im Nachspielen dann dran denken, dass wir diesen Mittelbereich halt vermeiden, sondern dann geht es dann wirklich über außen. Also außen vorn oder außen bekannt. So, zur Vorhanddominanz. Also ich fasse nochmal zusammen. Aufschlag, kurz vorhand, lang vorhand, halblang Rückhand. Rückschläge auch, kurz vorhand und lang vorhand, also viel über vorn. Und dann wichtig ist, dass wir nachsetzen. Und zwar nachsetzen dann nicht über den Mittelbereich, weil da steht der Gegner, sondern dann geht es tendenziell über die Außenseite. Außen vorn, außen Rückhand. Rückhandorientierte Spieler. Genau. Fiese Kerle. Alle, die rückhandorientiert sind, fies. Rückhandorientierte Spieler, da geht es halt wirklich. Also jetzt bei vorn dominant, ihr habt es gemerkt, da ist die Variation jetzt nicht so groß. Gerade bei rückhand dominanten Spielern müssen wir viel variieren. Ja, weil die sind eigentlich immer hier, stehen hier über Mittelbereich und versuchen da entweder hier Rückhand zu spielen und auch hier aus dem Mittelbereich Rückhand zu spielen. Da müssen wir variieren. Ich würde gegen rückhandorientierte Spieler erstmal so anfangen, dass ich versuche, viele Aufschläge halblang zu spielen. Also dass die Aufschläge beim zweiten Mal hier so am besten hier die Kante berühren. Ja, das ist perfekt halblang. Oder hier so plus minus einen Zentimeter weiter nach vorne oder weiter zurückschwingen. Also viel halblang erstmal spielen und dann auch erstmal gucken, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich den Aufschlag in die Vorhand mache. Ne? Geht der da mit der Vorhand dran oder versucht er wirklich hier auch Rückhand zu spielen? Ja, wenn er dann nämlich dann mit Vorhand dran geht, kann ich danach hier den Ellbogen anspielen. Wenn er mit Rückhand dran spielt, geht es dann hier in Richtung Außen Rückhand. Also da würde ich erstmal anfangen, dass ich die Aufschläge versuche auch über Vorhand zu spielen. Und wenn ich sehe, okay, der geht hier mit der Vorhand dran, kann ich danach auch den Ball auf den Ellbogen spielen oder eben aus dem Rückhand. Und wenn er hier mit Rückhand dran geht, auf jeden Fall aus dem Rückhand spielen. Ergänzung. Ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, kannst ja sagen, ob das auch Sinn macht oder nicht, gegen rückhandorientierte Spieler, lange, schnelle, aber unterschiedlich schnelle, ne? Auf dem Ellbogen. Das, was man gegen vorhandorientierte eben nicht machen sollte, weil da direkt das direkt einschlägt, ist es manchmal gut, Ellbogen. Und wenn die nicht richtig direkt durchziehen, sondern nur so kontern, erstmal sicher spielen, dann kann man selber drauf gehen. Also schnelle Aufschläge, Seit über, Seit unter, dass die in Bedrängnis kommen und dann drauf. Ist sehr gut, wirklich sehr gut. Also das ist so die zweite Variante, die ihr im Hinterkopf halten sollt, zwischen Halblang vorn in diesem Bereich, ist wirklich lange Aufschläge auf den Ellbogen. Ja, weil der Gegner sich da eben nicht so gut entscheiden kann. Spiele ich jetzt hier Rückhand oder spiele ich doch vorn? Ja, und da muss man dann beim Weiterspielen, beim Nachspielen den Gegner etwas beobachten. Das ist etwas schwieriger jetzt, als jetzt bei vorhandorientierten Spielern. Weil da kann es durchaus auch mal sein, am Ellbogen, dass hier vorn gespielt wird. Dann nehmen wir mal von aus, wir spielen jetzt hier einmal Rückhand, wir haben ihn gut erwischt. Wo spiele ich dann den nächsten Ball hin, wenn er jetzt hier Rückhand spielt? Wo würdest du danach den nächsten Ball hin spielen? Nochmal irgendwie ein bisschen Tennis da hier raus. Ja. Ja. Und dann? Wenn er jetzt hier Rückhand spielt und dann können wir wieder den Rückhand spielen. Das heißt, wir müssen da den Gegner etwas beobachten. Geht er jetzt hier mit vorn rein, hier wieder vorn, öffnet sich die Vorhandseite. Also gerade bei rückhandorientierten Spielern, das ist das, was es eigentlich so schwierig macht. Man muss den Gegner wirklich beobachten. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, jetzt einen Ball auf den Ellbogen spielen, den nächsten in die Rückhand. Mhm. So einfach geht es nicht. Wir müssen da den Gegner beobachten, können aber da schon Aufschlag und auch schon für Rückschlag. Was würdest du für Rückschläge spielen? Kurz vorhand, was noch? Lang vorhand. Weil ich finde tatsächlich, kurz vorhand ist gut. Also, kurz vorhand ist gut. Aber sonst Elle, ne? Viele haben kurz vorhand nicht unbedingt hier so viel Gefühl, aber man muss halt wirklich gucken, wie der Gegner sich orientiert. Elle, hier, da kommt hier ein schwacher Vorhand. Ellbogen, Halblang finde ich immer sehr gut gegen rückhandorientierte Spieler, wenn sie vor allem auch so ein bisschen Rückhandgriff haben. Ja. Ist hier schwierig zu spielen, aber man muss halt tatsächlich den Gegner beobachten. Wenn ich jetzt einen habe, der hier tatsächlich nur Rückhand flip spielt oder nur mit Rückhand dran geht, ist auch ein langer Aufschlag im Rückhand sehr gut. Mhm. Oder auch kurz im Rückhand.
Also fast alles. Also dazu, man muss, das ist je nachdem, man muss den Gegner beobachten. Wenn ich sehe, der geht schon früh rein, immer mal hier ins Spiel. Ne? Also Basti Steger zum Beispiel. Wenn er gegen rückhandorientierte Spieler spielt, er fängt meistens an über kurze Vorhand. Und wenn der Gegner dann sieht, okay, oder wenn der Gegner dann merkt, scheiße, hier in Vorhand komme ich nicht so gut zurecht, hier spiele ich Rückhand, kommt dann genau der Aufschlag hier einmal lang in Rückhand. Ne? Also das macht er ziemlich perfekt. Täuscht so an, zweite Phase, ne? Dann so rüber. Dann mache ich auch den Aufschlag. Er macht's ziemlich perfekt. Also er geht Rückhanddominanz, er fängt an, hier hin zu spielen mit zweite Phase. Hier, ja, auf halb lang. Und wenn er sieht, okay, der kommt mit der Rückhand rein oder ist tendenziell eher so, dass der einen Flip spielt, dann kommt der Aufschlag auch mal. Ja, hier. Ja, händische Bewegung. Und dann aber aus dem Rückhand. Ne? Also das ist immer so eine Sache, da muss man den Gegner gut beobachten. Okay, was hast du noch für Tipps oder Tricks gegen Rückhand- oder Vorhand-dominante Spieler? Oder gibt es vielleicht auch Gegner, die beides gut können? Wie spielt man dann dagegen, wenn einer also komplett alles beherrscht? Aber das ist eher selten. Ne? Meistens spielt man ja schon eine Seite lieber. Schreib es mal in die Kommentare. Ansonsten danke ich dir, lieber Michi, für diese taktisch wertvollen Tipps. Und dir sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke.